So, wo waren wir? Genau. Wir haben den Elefanten, glaube ich, gerade im Inventar, oder? Ah, ne, das habe ich ja schon gemacht. Bin ich doof, das habe ich ja schon gemacht. Ne, es geht direkt weiter. Es geht nach dem coolen Bowser-Schiff. Habe ich da nicht irgendwas vergessen bei dem Bowser-Schiff? Ja, er ist da. Hallo, Tom. Habe ich alles in dem Bowser-Schiff gemacht? Moment. Da gibt es keine Flagge. Ah, da fehlt noch eine Münze. Na gut, dann zum Einstieg gleich nochmal ein Lieblingslevel von Dom. Weil er mag nämlich schnelle Level, die wohl nicht lang dauern. Und bei dem rutscht man richtig durch. Das ist wie eine Rutschparty. Und den Dom, der liebt es. Es muss schnell gehen. Erster Dom zählt nicht. Hallo Lara. So. Die dritte Münze. Ja, schauen wir, wie schnell das geht. Da muss man erstmal klarkommen damit. Mit der Geschwindigkeit. Das schaut aus, als würde ich langsam vorangehen. Kennst du, wenn sich Reifen ganz schnell drehen? Vom Auto. Dann schaut es so aus, als würde die Felge sich langsam rückwärts drehen. Und genau diesen Effekt haben wir hier. Weil das Spiel ultra schnell ist. Hab den Stream gemutet. Oh, okay. Aber warum kein Ingame-Sound? Okay, auch deswegen. Ich hoffe, es ist alles an. Hörst du mich jetzt, Tom? Hörst du mich jetzt? Ah, okay. Ah, nein, ich habe immer noch die falsche Sprache. Ich habe gerade gesagt, ich spiele gerade dein Lieblingslevel, weil es ja so schnell geht. Und du magst so schnelle Levels, weißt du? Jetzt habe ich dann bloß ein Referat drüber gehalten. Wo war jetzt eigentlich die Münze? Ich habe versehentlich mit Shortcut den Stream gemutet. Ah. Warte mal, da geht's auch hoch. War ich da schon drin? Ja. Ich glaube ja. Ja, da haben wir alles schon gemacht. Eigentlich brauchen wir das alles nicht machen. Eigentlich brauchen wir das alles nicht machen. Wir brauchen die dritte große Münze. Das gehört zu 100% dazu. Wo war die? Okay, dann nicht. Ah, okay, das war das. Oh, hätte ich das nicht einsammeln dürfen? Doch. Ich hoffe doch. Mal schnell das mal kaputt machen. Und? Zwei. War auch nicht. Da kann es ja noch nicht sein, oder drüben. Ich glaube, ich habe sie sogar gesehen am Ende. Ich kann mich erinnern, dass ich Schluss machen wollte. Und dann, ah Mist, jetzt habe ich die Münze hätte ich noch holen können. Irgendwie so war das. Oder hätte ich den jetzt anlassen sollen, den Typen? Wir werden es gleich erfahren. Bin mir sicher. Ich hatte dir gesagt, gehabt, wo die war letztes Mal. Ja, ich bin 33 Jahre alt. Ah, ich weiß wo. Danke, Tom, für die Erinnerung. Bei der Röhre kann man reingehen. Bei die, die schieben... Ah, da schieben Leute irgendwie die Röhren. Also hin und her, aber so eine Röhre, die wohl waagrecht rausgeht. Ja, der Tom bringt mich wieder auf. Da, genau, da ist sie. Nein, da ist sie. Ah. Kann man jetzt irgendwie von der Mitte nochmal starten? Warte, ich bringe mich mal kurz um. Verkackt. Hey, ich will mich umbringen. Also den Schiebwert. Wir brauchen den Schiebwert. Kann ich mich irgendwie umbringen? Kann ich mich da umbringen lassen. Verkackt. Ah gut, toll.
Und du kannst selber Dinge schieben. Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber die Kamera war so weg. Mega, mein Lieblingslevel ist ja die Lieblingsmechanik. Ist die Kamera immer so. Die war so weit drüben. So, aufpassen. Oh! Ha! Ah, warte mal, zwei Tode wieder. Alec, ich hab's vergessen, die Tode nachzuschauen. Ah, kurze Pause. Wir schauen mal kurz die Tode nach. Wir schauen. Das hätte ich schon gern angeschaut. So, dann muss ich mal die eigenen VDs anschauen. So. 32. Und am Ende habe ich keinen mehr gemacht. Nee. Sehr schön. 32 Tode. Dann haben wir jetzt 34. Ich sollte da eigentlich das irgendwie einrichten mit einem Command und alles. Aber weißt du was? Ich bin faul. So wie jeder Streamer. Oh. Ich muss noch umstellen. So. So, kann ich da jetzt... Oh Gott. Okay, das ist ja nett. Aber ich muss ja den Tod töten erst einmal. Boah. Eins, zwei, drei. Gott! Oh, schneller! Knapper geht's ja gar nicht. Rein damit. Jetzt verarscht. Da ist gar keine. Ah! Fantastico! Na toll. Ich kann jetzt nicht rausgehen, gell? Toll, ist ja leicht. Ah, ich renne gleich rein. Hey. Das erinnert mich zu stark an Mario Brothers 1. Wisst ihr es noch? Einfach schnell den Schalter drücken. Fühlt sich nicht belohnend an irgendwie. Boing, boing. So. Ha, wenn ihr es hierher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesen Unstifter fertig. Also, ich lasse mal schon gelesen. Das kenne ich schon. Lolepera. Ja, Schwierigkeit 2. Und 3. Nicht den Anschluss verlieren. Die Deutsche Bahn. Oh, Regen? Da haben wir wieder die Trödbärz-Instrumente. Komm ich mal nicht mehr hin. Ah, ich habe immer noch die Sprache abgestellt. Ich bin so dumm. Oh, leck, wir haben weniger Platz, oder? Ah, wir müssen... Oh. Wir müssen das füttern. Jetzt komme ich da erst drauf. Okay, das Level ist kacke. Ist das Level vielleicht kacke? Kann es sein? Ah, wir müssen das füttern. Nein, ich habe keinen Trödbärz mehr. Ich habe nichts. Was hätte man da braucht? Ah, wir hätten das lang machen müssen. Das Ding. Wenn das ganz lang wäre, wäre das so rübergeragt oder was? Hey, ich check's nicht. Nee. Das kopiere ich jetzt nicht. Oder wir brauchen einen... Naja, die erste habe ich ja schon zum Glück. Badabapada. Badabapada.
Oh oh. Ah oh. Ah, okay. Oder hinten ist der Lakitus. Wir brauchen einen Batzen. Da kommt der nächste. Nee, da kommt der nächste. Oh, und jetzt? Hä, wie soll ich das treffen? Nein! Ich muss es mit dem... Nein! Oh. Okay, wir versagen gerade auf erst ganzer Linie. Ah, die werfen dieses nochmal. Ah, okay, gut. Aber eins habe ich verpasst. Die Musik gab es auch in Mario Odyssey, aber den anders. Ah, hier hat er den Gleiter auch noch, gell? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein in das Level. Aber das ist nicht schwer. Ba-da-ba-ba-bam. Ich kann nicht mehr aufhören, gute Laune zu verbreiten mit der Musik, ja. Hey, wie soll das jetzt gehen? Oh. Ich brauche den Original-Soundtrack. Also, ich weiß jetzt, also... Die Mario-Musik war ja schon immer gute Laune, wenn man jetzt an Mario World denkt. Das war ja genauso, aber hier ist es ja unglaublich gut. Es ist ja so richtig wie... Keine Ahnung. Ja, Richie! Richie, die Musik ist so gut. Ich kann immer. So, wir brauchen. Ich kann nicht spielen, wenn ich Clowns Musik höre. Ich kann nicht spielen so. Das geht nicht. Kann nicht mehr. Das will ich auf meiner Hochzeit spielen, nicht wahr? Oh, es geht doch. Oh, das war eine große Münze. Oh. Alles klar, geht es dir jetzt besser? Wie man merkt. Ich glaube, es merkt man, dass man besser geht. Aber mir geht es besser, aber ich habe immer wieder verstopfte Nase. Ich habe Nasenspray daheim. Und ich habe Husten und ich habe Hustenbonbons daheim. Jetzt will man aufpassen. Na, also. Das ist geil. Alles, pass auf, aufpassen. Wann? Ja! Leute, ihr müsst für mich nicht zuschauen, gell? Ihr könnt zwar auch woanders hin. Millie streamt. Der Mr. Copy streamt. Banjo-Kazooie. Der Tim streamt Cyberpunk. Also, ihr müsst für echt nicht bei mir sein. Ba-da-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-da-ba-bam. Irgendwann wird mir die Musik schon auf die Nerven gehen. Dann würde ich nicht mehr singen. Oh, verstehe, dann weiterhin gute Besserung und es wieder normal wird. Ich denke mal, bestimmt am Wochenende bin ich wieder normal. Hallo, wie weit bist du eigentlich noch gekommen mit dem Zelda? So. Da haben wir jetzt alles. Dann geht's auf. Oh, Countdown am Himmel. Das wird geil. Das hört sich schon cool an. Naja, die Musik geht weiter. Ba-da-ba-ba-bam. Einmal drauf landen, zweimal drauf landen und null. Checkt jeder.
Papa. Ich spiele die meistens in 2 Tagen durch. Ah, okay. Lass mich bitte sein mit dem Lied. Was passiert hier? Okay. Das ist auch wieder Koji Kondo, oder? Die Musik. Das muss ja sein. Kann man jetzt anders vorstellen. Ich spiele der Zeit mit einem Freund Ocarina of Time Randomizer Multiple. Das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber. Warte mal, wie mache ich das jetzt so? Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was war das? Das macht super viel Spaß, das glaube ich dir. Wie funktioniert das mit dem Power? Da hilft mir die Musik auch nicht weiter. Hätte ich den hochwerfen? Wie ist das funktioniert? Also nochmal rein und später. 3, 2. Oh, da gehen wir nochmal rein. Oh. Kann ich den Panzer mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Also ich habe ein Power-Ding gehabt. Bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Muss ich jetzt mal überlegen. Nächstes Mal. Hey, mach mal den Zoll nicht niedriger. Okay, der füllt sich immer wieder auf. Okay, wie geht das? Warum ist das da? Nein! Ich wollte es probieren. Ich wollte es probieren. Töre! Ein Sternchen? Noch ein Sternchen. Noch ein Sternchen. Was fehlt mir noch? Gott, mir fehlt noch so viel. Da ist das Ding. Wo soll das gehen? Ich verstehe es nicht. Das ist zu schwer für mich. Ah, wir brauchen Lakitu. Ich bin ja auch ein Trottel. Nein! Jetzt, wow. Wow. Das ist doch auch ganz leicht. Oh. Jetzt werde ich gleich die Frucht übersehen. Oder die Münze. Oh, ich habe keinen Stern mehr. Da ist die Frucht. Wow. Aber keine große Münze, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt mache ich so endlich die Dinge ausmachen. Warte mal. Oh. Yes. Das war aber knapp jetzt. Oh. Schnell. Ach so. Bin so dumm. Könnte eine Dingling sein? Nee. Bye bye. Oh nein, wir hätten die
Aber wir könnten es, glaube ich, schaffen. Okay, ist er genauso schnell wie wir? Nein. Oh, gut. Und mir fehlt eine mittlere Münze. Die mittlere Münze. Achso, ich weiß ja, wo die ist. So. Boah, gerade noch. Das ist doch easy. Das ist doch ganz klar. Bia. Ja, dann machen wir jetzt nochmal das Level und schauen rein, wie das mit dem Power funktioniert. Power-Schalter. Da hat ja irgendwas nicht gestimmt. Nein. Boah. Oh, den brauchen wir. Ja, zum Glück. So, und jetzt aufpassen. Fragezeichen. Y. Okay. Letzter. Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber ich kann jetzt nicht das Level verlassen, gell? Leider. Ich muss jetzt wieder raus. Das ganze Level nochmal machen. Oh. Das war schlecht. Aufpassen. Kommen wir nicht hoch. Den Lakito müssen wir, können wir irgendwie runterbringen. Aber wir haben keinen Elefantenrüssel mehr. Warte mal. Nein! Gut. Ja, wenn jetzt die Wolke weggeht, bin ich tot. kann ich jetzt trotzdem raus, aber ich habe die Münze doch jetzt, oder? Ich komme nicht raus aus dem Level. Wenn ich mich verlassen drücke, kriege ich die Münzen nicht. Wir müssen das qualvoll durchspielen. Aber nicht doof. Ach, da haben sie schon wieder was Schönes Spiel gemacht. Ich bin gespannt, ob ich noch richtig Probleme kriege. Auf jeden Fall wegen der Spezialwelt. Autsch. Das hat man ja schon gesehen, dass sie ein bisschen schwierig ist. Ich frage mich, ob ich die trotzdem schon mal probiere. Weil ich habe jetzt wieder einen neuen Tod. So, ich kriege nicht aufpasst. Ja, wir haben zwei Tode nochmal dazu. Dann 36. Oh. So, mehr Konzentration. Das ist eigentlich eine coole Farbe irgendwie. Coole Idee mit dem. Oh. Hey, wie geht das nicht? Weil die Stacheln haben wahrscheinlich, das zerplatzt. Coole Idee auf jeden Fall, dass man Seifenblasen anstatt Feuerblumen hat. Wir warten. Wir haben alle Zeit der Welt. Jetzt nicht mehr. Aber ich bin wirklich am überlegen, ob ich nicht vielleicht so eine Spezialwelt gleich nochmal probiere. Dass ich immer gleich, wenn ich einen Eingang schaffe, erfinde, dass ich den dann schon probiere dann auch. Batsch. Aber es könnte schwer werden. Ba-ba-da-ba-ba-da.
Nein. Ups. Die Duckies schießen. Boah. Oh, brauchen wir ihn nicht mehr. So. 36 Tode, leider. Aber vielleicht wäre es besser, wenn ich erst die Story schaffe. Dann habe ich weniger Tode nach der Story. So. Verschnaufpause immer im Kreis. Das macht sich wieder sehr leicht an. Oh Gott. Wow! Ich bin verrückt. Spinnen die. Gottes Willen. Da, wenn es so ein geiles Level kommt, was so schnell geht. So. Und jetzt kommt schon die Burg, oder? Burg. I have angst. I have angst. Schwierigkeit 4. Palast des Wölkchengebirgs. Oh Gott, das wird wahrscheinlich nicht die. Haben wir schon gedacht, dass die Melodie nicht kommt. Oh, das ist ein geiler Hintergrund. Warum vergesse ich immer diesen blöden. Die blöde Blume auszustellen? Oh oh. Darkies. Hey, wie viele verschiedene Darkies gibt es denn eigentlich? Muss mal so, es gibt unglaublich viele Darkie-Versionen. Seit neuesten. Das muss doch ein Darkie eigentlich richtig freuen. Die Musik. Ist da vielleicht was versteckt? Ne, behalten wir das Feuer. Okay, wie komme ich da rum? Also drüben. Oh! Okay. Das heißt... Hä? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Das ist... Es ist sass, aber ich schaff's nicht. Hä? Was könnte man da draufstellen? Wir können da rein dann. Boah, was? Oder es gibt hier nichts. Boah, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Okay. Werden wir dann schon sehen, was uns fehlt. Vielleicht war jetzt bloß das Zeichen dafür, dass irgendwo das wichtig ist. Oh. Ich habe Angst, dass ich da richtig was verpasse. Nee, da gibt's nichts. Mann, die ganzen Seifenblasen. So coole Darkies. Oh. Ja, das bringt mir doch auch nichts. Oh. Ah. Das ist eine coole Idee. So, und jetzt. Wow, nicht schon wieder das. Oh nein. Mit ducken. Boah, gerade. Das gefällt mir nicht, das ist so richtig komisch. Boah, nein, das war so klar. Okay, Blume einsetzen.
Wo ist der Knopf? Ah, okay, da ist was. Nein, nein, was mache ich denn? Ein Tod merken für die Burg. Boah. Okay, da ist auf jeden Fall eine große. Toll, wir können mit den Seifenblasen das Feuer wegmachen. Toll. Okay. Eigentlich ist der Seifenblasen schon gut, aber halt langsam. Sind schon gut, aber langsam. Okay. Was mache ich denn? Hey, warte mal, bin ich jetzt eigentlich ohne? Ich bin jetzt ohne Blume hier, gell? Merke ich gerade. Verdammte Kacke. Da ist jetzt das Ding. Wie hätte ich das kriegen können? Naja. Aber warum habe ich die blöde Blume jetzt nicht mehr? Habe ich die vergessen zu aktivieren? Ah, zurückkommen wir nicht mehr, okay. Also jedes Level müssen wir heute zweimal machen, das sehe ich jetzt schon. Aber wir kriegen die Münzen zusammen. Die Farben sind so schön eigentlich. Das Grün mit Lila. Die ganze Zeit. Das haben wir zwar schon oft gesehen, aber das passt da heute. Das passt da so gut zu dem Spiel. Ich war so dumm. Das heißt, wir haben eine Frucht nicht. Mist. Ah, okay. Da oben ist was zum Reingehen, gell? Okay, es geht los. Oh mein Gott. Was für ein Boss kommt. Oh, schau mal, wie cool das ausschaut. Junior Bowser Junior. Oh oh. Bam. Ist da oben? Alle Ecken. Oh je, okay, los geht's. Bowser Junior. Ihr seid das? Seid den ganzen Weg hier hochgeklettert, nur um mit mir zu spielen? Naja, wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spiele ich halt. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen. Also übt besser. Jetzt schon mal eure besten Panikschreie. Tja, du auch. Der kommt nicht zu mir. Ich bin nicht erschrocken. Also nicht merken, wir haben ein Tod erst, gell? Okay, Eis, 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 das ist gemein. Eis ist gemein. Yes. Oh, okay. Glipper! Haha, geil! Also die Ideen sind schon geil. Und wie das ausschaut auch. Oh nein. Yes. Ist jetzt wieder Eis. Und der ist schneller, oder? Nein. Achso, jetzt ändert das gleich. Okay. Oh, es war's schon. Also Tode 37. Tschüssi. Oh, die wundersamen Fruchtsame.
Königssamen. Ich habe Angst, dass das Spiel schnell vorbeigeht. Stoppt das Spiel. Oh, schön. Lulalulululalu. Yolradio, loradio. Die Berge. So, dann mal. Toad und der Prinz können aufatmen. Der Königssamen des Quirkchenbezirks gehört nun ihnen. Doch der Weg vor ihnen ist auch sogar noch gefährlicher als ihr Abenteuer. Wird immer schwieriger. Oh, pst. Nicht sagen. Ich habe erst 37 Tode. Schon. Werden sie meistern, was vor ihnen liegt? Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Haha. Ha, ach ja, stimmt. Die Pflanze ausstellen. Jetzt aber sofort. Irgendwann. Jetzt geht's rechts weiter. Wieder wegbeamen. Lass uns eine Popräderblüte nehmen, um das Blüteninsel zurückzukehren. Hier weht ein ziemlich starker Wind. Also halte ich jetzt fest. Warte, noch nicht. Noch nicht? Oh, schade. Okay, jetzt kommen wir da runter. Jetzt geht der Weg da rechts weiter, oder? Also los, Königssamen. Vertreibe einer der Piranha-Wolken, die Bowser beschützen. Oh nein, bloß nur 4 Königssamen, oder? Wie schaut der Bowser? Alles mit Darkies in dem Spiel. Toll, es hat funktioniert. Ich danke dir für all deine Hilfe. Am besten machen wir jetzt weiter. Die Güldenfalle ganz oben am Wasserfall soll es einen Königssamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfallen gehen. Nie ohne Seife waschen, also rechts. Also geht es auf, ja. Ich wollte aber eigentlich, bevor ich jetzt weitermache, erstmal das ausstellen. Hier. Sprache aus, Text ein. Okay. Ich wollte mal probieren. Oh, da oben, das schaut auch geil aus. Abzeichen, Delfin Kick. Direkt zum Level. Wenn du einen bestimmten Level suchst, drücke L. Wähle von dem Ort den Level und drücke A. Ah, okay. Das geht. Ah, da kann man die Levels so. Ach, das ist aber schade. Man kann die Levels auch so anklicken und spielen. Das ist ja langweilig. Das ist ja voll doof. Ich will kein Pferd. Ich geh zu Fuß. Ich geh ohne Pferd. Mann, immer muss das heutzutage so sein. Alles auf schnell und ja, nicht rumgehen dürfen. So, und zwar ist hier oben die Spezialwelt, wo ich nicht geschafft habe. Das will ich jetzt probieren, okay? Die will ich jetzt probieren, bevor es weitergeht. Oh Gott. Oh Gott. Hinhören. Aber habe ich das nicht schon geschafft? Nee, oder? Nee, aber noch nicht. Puh, ein Tod. Nee, habe ich noch gar nicht geschafft.
Manchmal werden die voll langsam, manchmal werden die dann wieder zu schnell. Also ohne die hätte ich es geschafft. Also schon nicht geschafft, aber weit kommen. Zweiter Tod. Jetzt werde ich die Münze ja nicht mehr einsammeln. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Soll nicht schneller werden. Schneller werden, habe ich gesagt. Haha, 3 tot. Oh. Schaffe ich schon. Kein Leben mehr. Bam, 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 bam. Und hoch! Bam, bam, bam. Wow! Seh nichts mehr. Oh. Das war sehr weit, will ich bloß sagen. 4 tot. Aber ich sehe, wie schwer das wird. Schön ist, man kann es gut lernen. 5 tot. Man kann es gut lernen. Wir könnten den Raser nehmen, oder? Der wo immer rennt. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Was ist denn das? 6. Man macht ja keinen gescheiten Sprung. Boah, nein! 7. Jetzt macht er einen gescheiten Sprung. Gleich brauche ich einen Hustenbonbon, warte mal. So. Das war der 7. Tod. Ah! Okay, das geht nicht mit dem. Das sehe ich jetzt schon. Boah. Das geht nicht mit dem. 8 tot. Oh, 45 Tode schon. Ich schreibe mal kurz rein. Wenn wir wieder was Neues haben. Okay, das klappt nicht. Mit dem Sprung? Jetzt wieder bei 1 zählen. Ja, das lebt halt. Es könnte gut sein, aber ach Mann, ein Tod. Das passt auch nicht. Der springt da viel zu hoch dann. Also wenn ich Game Over bin, dann höre ich auf. 1. Ich muss mehr in die Richtung drücken. Gott.
Nein. Boah, das war so gut. 2. Das war aber so gut gerade gespielt. Mann, oh. Bin zu schnell bei manchmal. 3. Oh Mann, ärgerlich ein bisschen. Aber schwer. Jetzt sind wir schneller. So, und jetzt zack und zack und zack und zack. Ah! 4. Letzter Versuch. Zack. Ich bin zu schnell. Na, jetzt bin ich zu langsam. Oh, 5 Tode. Game over. Das erste Mal Game over. Es macht aber Spaß, das Level, aber ich kann nicht mehr. Muss ich mir merken. Ich mach's bald wieder. Ah. Das hier muss ziemlich anstrengend für dich sein. Ich möchte dir helfen. Also nimm doch diese 5 Ups. Ich schau mal, jetzt kommt der leichte Modus. Na gut, geht's weiter. Dann geht's jetzt weiter. Schade. So was Hartes. Dafür geht jetzt das nächste Level wieder leicht. So. Delfinabzeichen. Da zählen die Tode nicht. Sag ich. Steht ja auch da. Dass sie keine Dinge abziehen. Ja, was? Hat er das jetzt schon gemacht? Drücke unter Wasser R oder schüttle den Controller, um den kurzen Geschwindigkeitsverlust. Das hat er schon gemacht eigentlich. Das ist das zweite jetzt, okay. Hätte er wieder schnell sein müssen? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Autsch. Ja, 2-mal. 1 tot. Jetzt ist die ganze Ding draußen. Jetzt ist mein ganzes Momentum draußen. Alles ist vorbei. 2. Tod. Ah, das gilt dir nicht. Abzeichen gelten keine Tode. Weil meine 5 Leben sind immer noch da. Mann, was ist denn das? Das Spiel fängt an zu nerven. Wie Kirby gestern noch war. Ich habe gestern bei Kirby viel Spaß gehabt, auch wenn ich genervt war. Okay? Bloß so. Mann, wie soll denn das gehen? So. 1 Münze. Bam, 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 bam. Ba, 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 ba. Mano.
Gut. Da oben ist was. Will ich hier aus. Hätt's wohl gern. Oh, oh. Und drei. Und nur eine Ding, okay. Du schwimmst toll. Ich weiß. Ich habe Seepferdchen. Oh, da oben ist auch ein Ding. Nein. Ich komme nicht mehr zurück. Ich werde das nochmal spielen. Heieiei. Das Spiel will es jetzt wissen, ey. Bam, param, param. Bam, bam, param, param. Also nochmal. Das Abzeichen hast du gemeistert? Nein. Ja, vielleicht brauche ich das dann. Ach, da brauche ich es ja dann. Oh nein, ein Wasserrennen. Oh. Das Wasserrennen brauche ich dann. Na toll. Also am Ende muss es noch irgendeinen Weg geben. Wow, knapp. Ja, das schaffe ich nicht. Bam, 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 bam. Schnell, 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 schnell. Mann, wie soll denn das gehen? Zum Glück zählen die Tode nicht. Wie schnell man das sein muss. Also warten. Eieiei. Sollten wir mal schauen, wo da nochmal der Weg ist. Den oberen Hammer. Das war knapp. Und das muss da oben noch weitergehen. Ah. Geht doch. Yay. Easy Bert. Bye bye. So, und jetzt kommt das Wasserrennen. Ich hab keinen Bock. Ja, dann setz es ein. Unbedingt sogar. Schwierigkeit 2, es geht ja noch. Oh, ich hasse Wasser. Zu Land und zu Wasser. Kann ich da nicht das schnelle Ding machen? Die schnellen Schuhe? Gibt's auch Dinge zu sammeln? Ich hoffe nicht. Okay. Schneller! Schneller! Er ist schon hinter mir. Wow, das war gut wegen der Strömung. Ah, das war schlecht. Ja! Okay, es war gut. Ah, es war ja gar nicht so schlimm. Oh, da kommt er. Ah, der freut sich trotzdem, schau. Hui! Wie schnell das geht, das Spiel. Jedes Level geht so schnell. Wie schnell sich dieser Wiggler bewegen kann. Am Land, sogar zu Wasser. Wiggler hat's echt drauf.
Habt's gehört? Der Wiggler ist gut. Nimmt sie den Mario Kart. So, schlecht Wetterfront mit Sturzregen. Dann nehme ich jetzt mal wieder... Das klingt aber sehr gut. Das klingt auch mein Lieblingslevel. Also schlecht Wetterfront mit Sturzregen. Wusstest du, dass ich Steuerung zu Stampfattacken und Rennen anpassen kannst? Drücke einfach Plus. Ja, ja. Meinetwegen. So. Sturzregen. Okay. Schaut cool aus. Ah, Mister hätte mich doch vielleicht den Delfin-Kick braucht. Oh, schaut das cool aus alles. Elefanto. Ja, coole Idee wieder, oder? Ist doch schon wieder eine coole Idee. Yay! Oh. Wie komme ich da runter? Ach, unten. Nein, ich habe den Delfin-Kick nicht. Aber man braucht diesen Kick. Ich hab's gewusst. Nervig. Aber es hätte ich ja wissen können eigentlich. Hallo. Das sagt einfach Hallo. Gut geschwommen. So. Elefanto. Wow, okay. Jetzt fliegt man da immer weiter. Irgendwie verpasse ich jetzt schon wieder viel. Da war eine Röhre. Da komme ich aber bloß da hoch, oder? Was gibt's da? Zwei Früchte. Ich muss eh wieder rein ins Level. Das fühlt sich so an, als würde ich vor allen vorbeilaufen. Das ist saugeil. Oh nein. Jetzt sind wir wie im Weltraum. Bloß, dass es halt jetzt wahrscheinlich wegen dem Sturm so ist. Oh Gott. Wie gut das ausschaut. Ich kann nicht angreifen. Aber Stern habe ich. Oh oh. Habe ich keine einzige, doch eine Münze habe ich. Warum machen die eigentlich da Sterne rein? Das ist ja viel zu leicht. Jetzt stirb ich gleich. Eine Frucht. Da fehlt aber noch eine große Münze. Geht's denn da runter? Gar nichts. Wow. Toll, das war's schon. Ich hab so viel verpasst, Leute. Ich hab so viel verpasst, glaube ich. Zwei Münzen. Ja, wir müssen jetzt eh mit dem Delfin rein. Aber der Hintergrund ist auch schön. Hallo Ducky. Ducky, wir haben so viele verschiedene Piranha-Pflanzen-Varianten gesehen. Das ist nicht normal. In dem Spiel gibt es ja so viele Piranha-Pflanzen. Das ist schon aufgefallen. Ich weiß. Hast du das Spiel eigentlich auch gekauft? So, wir müssen jetzt nochmal rein.
Mit dem Delfin-Kick. Aber man muss voll viel töten, ja. Oh, du hast schon gekauft. Bist du schon weit, oder? Also ich habe schon 4 Darkies zerstört. Ich habe noch 4 zu zerstören. Also 4 Wolken-Darkies. Das sind also Wolken-Darkies. Ne, bist du nicht weit, okay. Also die erste Münze habe ich ja. Können wir eigentlich schnell sein, erst einmal. Die eine Münze weiß ich ja, die ist unter Wasser. Da ist die erste Münze und da ist die zweite. Genau. Ja, da ist sie. So, und jetzt müssen wir schauen, wo die dritte ist. Ein bisschen Obacht. Da. Nein. Wo könnte es sein? Augen offen halten. Da, oder? Toll, jetzt bin ich da oben. Mir fehlt aber nur eine. Vielleicht, wenn ich jetzt nicht die Blume einsetze. Oder da hat. Nee. Hier. Hier schaut sass aus. Ah, danke schön, mit Herzchen sogar. Nein, ich habe gemeint, man kann durchdashen. Mit Herzchen. Kein Wasser mehr. Egal. Da habe ich Wasser. Können wir uns ein bisschen Münzen sammeln, oder? Münzen sind auch Leben, Leute. Das darf man nicht vergessen. Oh, warte. So geil. Wie er so rutscht auf so einen halben Arsch. Nein. Er ist jetzt wurscht. Ist jetzt wurscht. Ich will wieder mein Schwebeding. Bam, bam, bam. Schlechtwetterfront mit Sturzregen. Daumen auch. Schauen wir mal kurz mal nach. Wegen dem Haken. Da ist ein Haken dran. Okay, schaut gut aus. Oh. Ich habe vergessen, den Palast nochmal zu machen. Da fehlt mir die Frucht. Im Palast fehlt mir die Frucht. Schau, jetzt gehe ich da doch mit dem Ding so hin. Da fehlt mir die Frucht. Mir fehlt die. Ja, ich weiß, ich hab's verstanden. Die Frucht. Einfach die Frucht. Oh, es ist so geil. Schau dir mal die Darkies an. Die sind so cool. Aber wo könnte denn da die Frucht sein? Kann doch nicht so gut versteckt sein, oder? Mann, ich habe doch ein Seifenblasen benutzt. Ah doch, ich weiß, wo die ist. Ja, ich weiß schon, wo die ist. Ich habe ja diese Drogenpflanze nicht fertig gemacht. Ich muss schauen, wo die war.
Ah ja, stimmt, die war, wie man... Man musste die so hochheben mit dem Rohr. Nein, was mache ich denn? Da war die doch, oder? Warum ist denn die nicht mehr da? Ach so, da oben. So. Und jetzt müssen wir irgendwas schaffen. Durchkommen. Nein, gut. Ist ein bisschen schwierig auch mit der Optik. Mit der Optik ist ein bisschen schwierig auch. Nein! Soll vielleicht da oben rein? Nee, oder? Nee. Ja, man muss einfach bloß durchkommen. Ich bin ja gestorben. Ba-ba-bam. Oh oh. Boah. Ich hab bloß nur ein Leben, oder? Ich bin ein bisschen unter Stress gerade. Vor allem Etzer. Oh, ein Tod, merken. Ich mag das die ähnliche Musik von Galaxy. In der Passage, das ist ja eindeutig ja die Hauptmelodie von damals. Das hat den voll verrückten Gracie. Aber die hat Mario Odyssey bestimmt auch gemacht. Mario Galaxy. Aber eigentlich ist das ja die Aller-Urzeit-Musik. Also, das ist ja die Urzeitmusik. Dum, 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 da, dum, para. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ach so, ähnlich schnell, okay. Nein! Das ist so schwer, das Spiel. Ich bin zu schlecht. Das Spiel ist zu schwer, nicht Mann. Zwei Tote, nein, ein Tote habe ich jetzt erst schon den Level. Na ja, toll. Ich glaube, jetzt nichts riskieren hier. Nein! Zwei Tote. Och, ich kann das nicht. Es ist zu dunkel für mich. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. So. Nein. Noch krumm. Ich hab den Ding nun gar nicht mehr. Oh, ist doch knapp. Ja, die Optik ist aber trotzdem cool. Kann man nichts sagen. Okay. Wir haben immer noch zwei Hits. Mist. Oh, das ist so nervig. Langhals-Ducky. Brutzel-Brutzel. So, aufpassen. Und jetzt ein bisschen aufpassen hier. Oder schnell sein. Oder aufpassen. Eins von beiden.
Ja, da ist sie. Ja, nein, ja. Oh, so schlecht. So, die Frucht haben wir. Jetzt muss nur überleben. Und wenn wir den Endboss wieder machen. Okay. Wir haben fast 1000 von denen. Von denen Münzen, hey. Ja, schwer war er ja nicht. Aber ich habe keinen Gleiter mehr. Das ist das Problem. Oh, das geht nicht. Okay. Aber ich hätte gerne einen Gleiter. Der Gleiter ist das Beste. Und ich wette mit dir, das, was der Dom gesagt hat, ist nicht besser als der Gleiter. Weil er gesagt hat, sein Lieblingsding folgt mir auch. Gleiter ist das Beste. Boom. 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 Batsch. Schmodder. Der hätte jetzt rübergleiten können. Boah, so knapp. Toll. Was soll man da? Ätzer. Oh nein. Oh, fast. Oh, es geht nicht gleich sofort. So, wohin? Ja! Bin gespannt, wie schwer der Bowser dann wird. Schade. Oh, mein Baby Bowser. Bam, badam, badam, badam. So. Jetzt können wir noch einen weghauen, oder? Nee. Achso, ich muss den Tode aufschreiben. Dann. Zwei Tode dazu. Herzlich Glückwunsch. Und, ach, man kriegt 100 Münzen, wenn man das nochmal schafft. Ach, mehr als 999 gibt's nicht. Mehr als 999 gibt's nicht. Das heißt, wir müssen shoppen. Oh, wir müssen shoppen. Wir müssten fast Leben shoppen, dann könnten wir mal das Ding. Was ist das da? Achso. Es gibt nicht mehr als 1000. No. Wo ist denn da der Shop? Dort. Zwanzig Münzen. Haufen wir uns mal das Leben rein, oder? So. Toad. Sind wir eh alle. Oh, gelber Yoshi. Eine Welt noch fürs beste Abzeichen, glaube ich dir nicht. Das beste Abzeichen ist der Gleiter. Das beste Abzeichen ist der Gleiter. Nein! Wenn es nichts mit Musik zu tun hat, dann ist es der Gleiter. W3 Güldenfalle. Hört sich gar nicht gefährlich an. Güllefalle. Oh, wie schön. Das ist mein Lieblingswelt. Es scheint sich Besucher eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Fumpf. Das ist mein Lieblingswelt, wenn alles golden ist. Alter, wie schön. Lieblingswelt. Das hier ist die Güldenfalle. Gülle.
Ich habe mal gehört, dass es ganz oben am Wasserfall einen Königssamen geben soll. Falls du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, kannst du einfach L drücken. Du Dummbatz. Haus von Meister Poppy. Ah, wenn das nicht unser Prinz ist. Ich heiße dich in den Gülden willkommen. Hier wartet euch eine wahre Kaskade der Prüfungen. Bist du bereit, dich von ihnen auf die Probe zu stellen? Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Moment einmal. Könnten wir den Teil nicht einfach überspringen und den Königsrahmen so bekommen? Ja, aber da macht es ja keinen Spaß, keineswegs. So sind die Regeln und die gelten auch für uns Prinzen. Nur weil alle Herausforderungen meistert, darf der Königswagen nicht sein eigener nennen. Also eigentlich könnten die uns helfen, wenn die auch die Welt retten wollten, könnten die uns helfen. Aber die wollen nicht. Jedoch gebe ich dir etwas, das hier auf der Reise nützlich sein soll. Ich erwarte dich weiter oben. Fumpidump. Ich glaube an dich. Zum Glück habe ich das ausgestellt. Oh. Jetzt sind sie auch in Domgedom seine. Schau mal her, die goldene Welt, das ist meine Farbe, gepaart mit dem Domgedom seine Fruchtfarbe pink. Safe ein Goomba mit Maske. Stimmt eigentlich. Könnte sogar sein. Irgendwie müssen wir es auf all diesen Wegen bis ganz nach oben schaffen. Mal überlegen, welches Abzeichen könnte dir am besten vereignen? Weißt du, mein anderes Abzeichen? Ja, ja. Natürlich Gleiter. Ja. Beste auf der Welt. Liegen schwierige Herausforderungen vor dir? Hier bist du richtig, denn bei uns blüht jeder Kunde auf. 100, yeah. Sonst gibt es ja gar nichts hier. Nummer einer. Oh. Oh, Elefantengelber Tod. Ja, 600, wir werden ja schon mal alle kaufen. Vier Stück. Rätsel der Lehre. Hüpfertest, es darf geküpft werden. Es darf gehüpft werden. Oh, da darf man auf Stacheln hüpfen. Oh, und da drüben. Rochella-Test, im Visier geraten. Also lauter Tests von den Typen. Rätsel der Lehre. Findet ihr alle Verstecken oder so? Haben wir ja wieder Zeit hier, oder? Aber wie schön ist er ausschaut, schau mal den Hintergrund an. Da ist ein Fragezeichenbusch. Oh. Natürlich. Mann! Sind die jetzt doof? Oh. Das ist ein bisschen nervig hier. War jetzt schon mal. Kirby-Level. Na! Oh, Kirby-Level! So. Alles drücken. Boah, wow, Wasserfall. Warte mal, unten könnte auch noch einer sein. Nein! Hier. Nicht? Nichts? Okay. Ich war jetzt ja fast sicher. Da ist einer. Da haben wir immer noch zwei. Aber wie schön es alles ausschaut. Aber einen haben wir übersehen. Einen haben wir übersehen. Mann. Das ist ein bisschen nervig. Eigentlich ist es voll nervig, sowas. Unsichtbar. Und Try and Error. Also es ist so richtig. Also wenn ich ein Spielentwickler werde, ich würde solche Level nicht entwickeln. Wer hat da daran Spaß?
Ja, jetzt hüpfen wir mal in die Gegend rum. Du wirst es schon finden. Du musst halt überall einmal hüpfen. Das hat ja nichts mit Skill zu tun auch. Du kannst sagen, ha, ich habe mehr Glück gehabt als du. Haha, ich habe mehr Glück gehabt. Online sah das Level ganz lustig aus. Online? Weil man mit 12 Leuten sucht. Ja, ich versteh's. Ja, was machen wir jetzt? Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich hab grad keinen Spaß. Will mir online joinen? Oh. Was soll denn das jetzt? Es darf vielleicht, als wenn man so hoch schwimmt. Ich habe keinen Spaß. Juhu! Es war bloß nur eine. Also nochmal hoch. Das muss ja dann ganz oben sein. So, hier. Also genau in der Mitte muss es doch sein, oder? Warte mal. Nett. Mann! Was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Da muss es irgendwo sein. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da nicht, da nicht. Mano, ich will heim. Es macht keinen Spaß. Ich spiele Mario und ich habe keinen Spaß. Da irgendwo hochschwimmen. Das treffen. Das ist halt genau in der Mitte so ein Regenbogen. Da erscheint wahrscheinlich das letzte. Leute, ich schau jetzt dein nach, gell. Ich schau jetzt mir gleich ein Video an. Ich schau mir jetzt gleich ein Video an. Rätsel der Leere. Leute, ich schau mir das Video an. Ich hab keinen Spaß. Magni ist spaßlos. Wenn das Spiel cool wäre, würde ich mir kein Video anschauen. Wie heißt es? Rätsel der Leere. Mario Wonder. Herzlich willkommen zu einem neuen Super Mario Bros. Wonder des Levels. Hier ein bisschen von rechts nach links. Und hier links sollte es dann gleich so weit drin noch keine Wunden. Könnt ihr eine weitere letzte, dritte versteckte Wolke. Ganz nach links ist noch ein Stein zum Aktivieren. Und oben drüber habt ihr jetzt die fünfte Wundermarke. Sammelt jetzt noch den Wundersamen. Tut mir leid, das finde ich dumm. Das Versteck. Ich habe ja schon richtig, ich war ja schon richtig. Ich war ja schon richtig. Toll, juhu. Hat Spaß gemacht. Ich habe einfach Pech gehabt, dass ich da dran vorbeigeschoben bin. Juhu, nullmal gestorben. Jetzt aber schnell zum anderen Level. Oh. Hüpftest. Es darf gehüpft werden, Freunde.
Oh, wie schön. Boing. Boing. Boah. Kann man da eigentlich so drauf hüpfen, nicht, oder? Oh. Oder auch nicht. Ach so, die springen mit mir. Ah, die springen mit mir. Jetzt komme ich mit. Ich habe es nicht gecheckt, Leute. Ich habe es nicht gecheckt. Ist auch ein alter Hut. Tode 52 plus 1 Lesungs. Tom, du bist so gemein. Lösungsvideo. Bin ja eigentlich überhaupt nicht so der Typ für Lösungsvideos, ehrlich gesagt. Was? Okay. Ihr schaut euch auch Lösungsvideos an. Für Smash. Ihr schaut euch Kombos-Videos an. Ich habe noch nicht ein einziges Kombo-Video angeschaut. Ich habe alles selber beigebracht. Und weil ich keine Lösungsvideos anschaue, so wie ihr. Naja. So ist es, Leute. Hä, gab es da jetzt gar nichts? Irgendwie? Ich habe seit Jahren kein Smash-Kombo-Video mehr angeschaut. Seit Jahren. Aber wie du das Spiel gespielt hast. Irgendwie gibt's da nichts. So war da die Münze. Nee, die Münze habe ich unten gesammelt. Irgendwas habe ich denn verpasst. Mann, ich traue mich gar nicht mehr zu springen. Ja, was soll denn das? Was soll denn das wissen? Psst. Wir ragen nicht. Ich rage in Super Smash Bros. Nicht. Dann rage ich auch hier nicht. Okay? Man muss ja immer. Es könnte ja jetzt einer hochkommen. Da, das ist da unten, das weiß man nie. Na, schon wieder. Ich springe einfach nicht mehr. Oh. Kommt ihr nochmal? Ah, das war die zweite. Und eine Flucht. Soll ich da wieder hochkommen? Boah. Kann ich da jetzt eigentlich nicht so drauf springen? Früher wäre es gegangen. Aber dann mache ich aber eine Idee. Spring also drauf! Davon habe ich jetzt Angst. Oh Gott, der Riesiger. Oh nein. Boah, ist ja echt schon irgendwie lustig. Gibt's da was? Was geht hier vor? Müssen wir den mitnehmen? Ich glaube, den müssen wir mitnehmen. Das ist ja schon irgendwie süß. Boah. Und sonst? Sonst gibt's ja nichts da oben. Boah. Coole Idee. Wow. Das erwartet man halt immer nicht, gell? Das schickt man dann immer. Ah ja. Ah. Ich mache ihn das jetzt so. Boah, Gott noch. Geh weg. Oh. Dann haben wir. Ja, gut. Eine Münze noch. Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal. Ah, das gilt schon als Sprung. Das wäre so lustig. Nein, wir haben keinen. Nein, wir haben keine Münze. Da unten vielleicht. Wo ist die Münze? Warum kann ich eigentlich kein Level heute für das erste Mal schaffen? Wieso nicht?
Ich liebe Wasserfälle. Und ich liebe große Münzen. Da war die, okay, da war die, alles klar. Die finden wir noch. Die finden wir noch. Da. Dann kommt er da rein. Ah, nee, doch nicht. Da ist sie! Mr. Go! Da haben wir gleich das erste Mal das Level auf ersten Rutsch geschafft, ohne zu sterben. Oder ich sterbe jetzt noch, kann sein. Immer springen, dass wer kommt. Easy. Ja, Leute, die Levels machen voll Spaß. Also noch sehe ich den Schwierigkeitsgrad nicht, außer halt in der Spezialwelt. Weil das war ja schon immer so. Ich verstehe nicht, weil ich mal gehört habe, oh, es ist ja so schwer. Aber es war doch schon immer so, dass Spezialwelt schwer war. Schau mal Mario Odyssey an. Soll ich das jetzt schaffen? Yes. Aber ich bin ja noch nicht weit. Bam, bam. Bam, bam. Boom. Schaut, dass man da den grünen Haken nicht gleich sieht. Aber egal. So, und jetzt bin ich gespannt auf das da hinten. Oh, war erstmal das. Hä? So viele Stacheln und doch so wenig Angst. Du bist sehr mutig. Wumpeli. Am Ende muss ich noch gegen ihn kämpfen. Verschnaufpause, unerreichbar? Ich doch nicht. Oh, das ist ja unerreichbar. Hä, das ist unerreichbar. Im Hintergrund sind welche. Oh, ach, ich hasse sowas. Das ist genau das, was im Hintergrund ist? Nee. Wollt ihr mir damit sagen, dass es in den Leveln überall unsichtbare Blöcke sind? Da freue ich mich ja drauf. Bam, param, param, bam, bam, param, para. Viel Spaß mit der Welt. Das ist Schwierigkeit 2. Dumm. Na ja, mal schauen. Na, schauen wir halt einmal. Schön schaut die aus. Die springen auch nicht. Okay. Oder jetzt halt. Okay. Komm mal da runter? Nee. Nein! Was bringt das jetzt? Was ist gerade passiert? Elefanten habe ich nicht. Oh! Ich sehe schon, man muss hier mit Sprung machen. Einmal. Könnte natürlich dann später ein bisschen nervig werden, wenn man dann mehr bloß eine Chance hat. Vielleicht hier zum Beispiel schon wieder. Oh, ich habe geduckt. Da oben geht es aber nicht weiter, oder? Nee. Und hier. Oh. Ein ziemlicher. Oh nein. Oh mein Gott. Ah! ja. Dann ist am besten nicht springen, sondern
sich von unten einfach treffen lassen. Zweite. Ich habe ja kein Wasser. Oh. Ich hätte mit dem Panzer hier auch durch können. Und das kaputt machen können, oder? Alles hat was mit Ding zu tun. Mit Elefanten. Schau mal hier. Hier fehlt mir was. Okay. Naja, mal schauen. Endlich Elefant. Gehen wir gleich mal zurück. Hey, die Musik ist geil mit den Elefanten. Ich finde es super, dass die Elefanten so ein Trödbärtmusik reinkriegen. Muss ich aufpassen, vielleicht brauche ich den. Oh! Elefanti. Bam, badam, badam. Oh, der Luigi. Oh, können wir nochmal. Da fehlt aber noch eine Münze, gell? Oh, okay. Das war gut, dass ich es behalten habe. Ich hör schon auf, Leute. Ich hör schon auf. wir haben alles, aber mir fehlt noch die Frucht. Oh, da oben. Na toll, jetzt wird's spaßig. Was passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schau, mit der Superfähigkeit geht es. Nein. Und jetzt? Ah. War doch eine coole Welt eigentlich, Tom. War doch eine coole Welt. Oh oh. Deswegen viel Spaß wahrscheinlich. Weil sie ja cool ist. Yes. So, jetzt habe ich mal wieder einen Lauf. Es ist schon 21:08 Uhr. Schau, was jetzt passiert. Ich mach's mich neugierig. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise, wie Wasser, das sanft durch Flussbett fließt. Beeindruckend. Unter wie viel Wasserfällen wusstest du meditieren? Ach, wie bei Son Goku, um ein solches Können zu erwerben. Wumpeli Pumperli. Es passiert hier nichts. Ebbe im Wasserloch. Tom, es passiert hier nichts. Ah, nee, hab's verwechselt. Ah, gut. Oh, ich brauch den Delfin-Kick. Ich brauch den Delfin-Kick. Das ist so schön. Irgendwie
Spiel ist leicht, aber es macht Spaß und es ist so, so tröstend. Es ist genau richtig jetzt vor Smash, dass ich wieder richtig runterpfeffert werde in die Abgründe des Abgrunds. Pissgelbes Wasser. Nein, es ist Gold. Gülden, goldgelbes Flüssigkeit. Los geht's, oder? Wir kommen so gut voran. Auch wenn ich 50 Tore habe, wegen dem erst mit dem schweren Level. Setzer. Wumpabzeichen. Wehe, das ist. Wehe, ein Affensprung ist in Dom sein Lieblingsabzeichen. Wehe. Diddy Kong oder was? Dann kannst du mir gleich Falco. Paradiesvogelfedern auf den Kopf tun. Nicht in der Welt. Das sagt in der nächsten Welt. Ich meine, vielleicht meinst du die schon. Du meinst noch eine Welt weiter. Duck-Hochsprung. Sammle beim Duckenkraft. Ah, das ist das von früher. Das ist das, wo man. Das ist ein Ur. Weißt du eigentlich, Dom, dass es ein uralter Sprung ist? Den Sprung gab es bei Super Mario Bros. 2. Also den zweiten Mario Bros. 1989. Oh oh. Ja, ich weiß. Ja, schön. Aber ich vermisse meinen Gleiter. Ich will meinen Gleiter zurück. Oh. Das war ein süßes Level. Ein süßes Level. Ein bisschen zu leicht. Das war ja bloß ein Abzeichen. Aber ich werde das mal behalten, weil das nächste Level wird bestimmt das voraussetzen. Bam 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 bam. Ja, bitte. Hopper, der Hero. Wieder der. Ich habe lang gebraucht, um diese Geheimtechnik zu meistern. Jahre. Und du hast es einfach so schnell gelernt. Ja, da steht der kleine Text, wie es geht. Nun, die nächste Herausforderung wird schwieriger werden. Verpiss dich. Okay. Oh. Zwischentest mit großen Springen. Okay, wir behalten das auf jeden Fall. Das Abzeichen. Ein Affensprung. Oh nein. Oh, was war das? Was war denn das? Der ist einfach weggezogen. Oh, okay. Das ist gut, ich verstehe schon. Die, wo den Gleiter haben, die können dann gar nicht mehr. Ist ja klar, aber diesen Twist-Sprung, der ist halt eigentlich cool, gell? Wenn man mit dem ein bisschen rumspielt, dann kann ich verstehen, dass man sagt, ich nehme nicht den Gleiter und dafür habe ich den coolen Twister. Weil mit dem kann man halt echt viele geile Sachen machen. Ja, vielleicht, wenn ich ein Domse Abzeichen gefunden habe. Vielleicht schwenke ich um. Aber die Frage ist, ob ich da nicht enttäuscht bin, weil viel versprochen wurde. Weil das Abzeichen cool ist. Und es wird mir gefallen. Naja. Da bin ich dann immer skeptisch. Oh. Ich hätte, glaube ich, erstmal schauen sollen, was da war. Ah, okay. Klick. Boah. Schnell! Nein, war so klar! Ich habe das Abzeichen nur noch benutzt. Okay. Hast du dann den Twister? Darf ich mal fragen, ob du den Twister dann behältst bei dem Abzeichen? Ja, gell? Oder ist es dann auch ohne Twister?
Den da. Wusch. Den Twister. Wusch. Siehst du den? Watch. Diesen. Zack. Der heißt bei mir Twister. Doch, den behält man. Okay, gut. Wie meinen? Ah, da ist die Blume drin. Ah. Was ist jetzt los? Nein! Ich will wieder... Was ist jetzt los? Ich bin Mr. Platschi-Platsch. Nein, ich meint, ich bin nur ein bisschen vor. Mit dem Feld und den Raketen ist ja geil. Schon cool. Nein. Was fehlt mir? Noch eine Münze und das Ding. Okay. Münze sehe ich nicht. Mal da rüber. Macht Spaß. Das macht Spaß. Oh, wo ist die Mütze? Ich brauche noch Münzen. Ach, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich habe kein... Doch, da ist eine Münze. Moment. Das ist jetzt schwierig. Ja, danke. Danke. Letzter. Ja! War ich drei Level hintereinander ohne... Ich brauche einen Fußmobum. Drei Level auf 100% ohne irgendwas. Husten. Hustbert, hust, hust. Ja, dir gelingt es also, diese Prüfung zu meistern. Jetzt husten. Vielleicht bist du ja tatsächlich bereit. Doch, die noch vor dir liegenden Prüfungen werden sich als schwierig erweisen. Wampene dich. Wumperi, dumperi. Ach. Warte mal, ich muss... Oh Gott, kennst du das, wenn es so stark kitzelt, dass du husten musst? Nee, es kennt keiner. Es ist komplett neu. Das ist die neue Magni-Krankheit, die ja doch keiner kennt. So. Cool. Das ist Level 4 Schwierigkeit. Schwärmetest unterm Nachthimmel. Ach, ich meine, ich wollte den Schwebeting haben. Oh. Ist ja cool. Okay, die kommen da wieder. Ich geh durch. Ma oh, oh. Oh oh, ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Oh. Noch ein Stern. Oh, da unten. Wow. Auch wieder sehr leicht, gell? Tom, ich habe mal eine Frage. Ah, nein! Ich habe auch gerade mal eine Frage. Ist jetzt nur die Spezialwelt so schwer? Schon, oder? Ich habe erst gemeint, dass das ganze Spiel ein bisschen schwer wird, aber...
Das merke ich noch nicht. Mit meinen 50 Tode. So, jetzt brauche ich mein Schwebedingens. Oh. Ah, da ist er wieder. Ihr konntet also die kompletten Bewegungen vorhersehen. Ich habe einen Stern gehabt, ich war unbesiegbar. Das klingt nicht nur mir. Hast du den Stern eingesammelt, den Stern eingesammelt, jetzt kannst du alles machen. Wird der Meister etwa zum Schüler werden? Ich glaube, der... Naja. So, nochmal. Aber was mache ich denn? Sammel halt das Ding ein, du Depp. Weil eigentlich das nicht mehr ein. Ich kann auch nichts mehr einsammeln. Aber die Sterne sollte ich schon einsammeln. Das ist verrückt, oder? Ein bisschen verrückt. Kann ich da weiterschauen? Ah, okay. Perfekto. Ja, ja. Ich denke mal, wir machen jetzt schön noch das Hauptdingens da fertig. Hoffe ich, schaffe ich das. Und danach können wir schön switchen. Das ist ein schönes Ende dann, wenn wir das geschafft haben. Aber das habe ich nicht gelesen. Verschnaufpause, Zeitschalter, Sprint. Oh ja. Oh ja. Da habe ich ja Lust drauf. Man muss schnell sein. Oh Gott. Coole Idee, dass man das mitnehmen muss. Nein! Da kann er mehrmal drücken, oder? Ein cooles Level. Vor allem Verschnaufpause ist es für mich eigentlich nett. Nein! Ich muss wieder zurück. Was? Das war's jetzt so, oder was? Das Münzen kriegt man da. Toll. Nix, irgendwas anderes? Na, oder? Das ist klar. Die Frucht hat mir jetzt bloß die Münzen geben. Aber gut, bei Verschnaufspause gibt es eigentlich keine extra Dinger. Was habe ich erwartet? So, noch zwei Level. Oh, Level 4. Stacheltest feuerfrei. Oh Mann. Oh mein Gott. Also springt wieder, oder? Ja. Okay. Coole Idee wieder. Die Ideen gehen nicht aus. Auch wenn sie unlogisch sind. Wie komme ich jetzt so schnell hin? Au. Wie hätte man das machen sollen? Jetzt? Nein! Hä? Ah, okay. Wenn ein toter Gegner runterfällt, dann sammelt er auch die Münze ein. Das habe ich nicht mal gewusst. Das weiß doch keiner. Mann, oh! Das war gut geplant, aber schlecht gemacht.
Okay. Noch geht's. Noch geht die Schwierigkeit 4. Nein. Gut. Oh oh. Ein Fächer-Gumbo. Oder hätte ich den braucht nicht, Rui? Und jetzt. Ah, oh, perfekt. Oh mein Gott. Ich habe immer Angst, wenn ich das einsammle. Was passiert? Nicht schon wieder das. Okay. 110 Sekunden. Yes. Mann! Mann! Nein! Oh, gerade noch. Was war das? Ich hab gemeint, das wäre eine große Münze. Ich hab keine Zeit mehr. I have no time to waste. Oh no. Genau in die Mitte. Boah. Okay. Wie schaut's mit Münzen aus? Ah. Alter, wie schnell. Okay, eine Münze fehlt noch. Okay, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Weg mit dir. Irgendwas habe ich verpasst? Nee, doch nicht. Komm schon. Schneller. Ja, ich hab alles. Es läuft, also bei den schweren Level, also bei den späteren Level komme ich jetzt besser ran, voran als bei den anderen. So Leute, noch ein Level. Dann kommt die tägliche Sucht. Die tägliche Sucht des Smashes. Ich habe schon mal überlegt, also ein Tag ohne Smash ist ein verlorener Tag. Das wird mein Streamtitel, oder? Ein Tag ohne Smash ist ein verlorener Tag. Du hast dich über die Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes gemacht. Welch ein Anblick. Wumperli-bump. Verschnaufpause, Zeitschalter, Ketterei. Meinetwegen. Wenn du willst. Vor allem Verschnaufspause, aber Zeitschalter. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Warum sind jetzt alle weg? Die Wabelsmünzen. Ich bin so dick. Warte mal auf den anderen noch, ja. Ja, da. Oh, okay. Das ist schon leicht. Hust, hust, hust. Und was ist da oben dann noch? Was ist noch das letzte, oder? Nee, ist was anderes. Das ist der Wasserfall. Abschlusstest, nicht trödeln. Oh, das wird ein Speed. Ein Speed wird es. Schwierigkeit 3. 55 Leben. Oh, was ist das? So, nun zur letzten. Erreichst du das Versteckte? Wahre Ziel? So gilt es als bestanden. Doch gib Acht, bei dieser Prüfung sei Vorsicht geboten. Verstecktes Ziel, Leute. Parapaparam, parapaparam. Ba-da-ba-ba-dam, ba-ba-ba-da-ba-ba-da. Wow.
Wir geben Gas, wir haben Spaß. Ist er stehen geblieben. Ein Tod Nummer 1 seit langem. Ich wollte mich fallen lassen. Wie geht denn fallen lassen? Immer ist gleich. Oh, zweiter Tod. Nummer 2 Tod. Weil ich so gejammert habe, weil es so leicht ist. Warum springe ich da immer? Warum? Dritter Tod. Das war der dritte. Also, ich mache immer die gleichen Fehler, merke ich. Immer die gleichen Fehler. So, jetzt springe ich beim nächsten einfach los. Schau her. Einfach springen. Ich weiß nicht, wie man richtig loslässt. Vierter Tod. Man muss nochmal drücken, komischerweise. Dass man loslässt. Das check ich nicht. Das ist für mich zu hoch. Ich lasse halt immer los, um loszulassen. Das geht ja nicht. So, nochmal drücken. Hä? Vierter Tod. Smash verzögert sich um 1/2 Stunde. Schon. Warum springe ich da immer? Mr. Dumbots. So, und jetzt drücken. Also ich muss einfach drücken. Ich lasse halt immer gedrückt, weil ich denke, wie komme ich jetzt wieder zurück? Fünfter Tod. Hä, wie komme ich da jetzt zurück? Muss ich vorher springen? Okay, das wird nervig, Leute. So, wir brauchen nicht drücken. So, wie mache ich jetzt nach oben? Ja! Oh nee, oder? Wann springe ich? Gar nicht, doch. Wow. Hä? Wie soll ich die Münze kriegen? Hätte ich später springen sollen. Die Münzen haben mir so angezeigt. Wow! Das ist geil. Ist das Spiel nicht geil? Und weiter geht's. Woo. Woo. Und fertig. Boah, das ist das echte Ziel oder das... Bin ich gespannt. Ja, das war das gute Ziel. Wir brauchen bloß noch die Münze. Das war aber gemein, weil die Münze zeigt jetzt springen. Aber ich hätte jetzt springen dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen, den güldenen Güldenfälle gefunden. Oh, ich habe schon wieder 9999. Ah. Okay, ohne. Probieren wir es jetzt nochmal. Komm. Dann müssen wir wieder was einkaufen hier. Na egal. Wir probieren es nochmal wegen der Münze, okay? Zwei Münzen fehlen mir. Verdammte Kacke. Warum springe ich da? So, Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Da oben vielleicht? Nee, die haben wir. Die haben wir. Ah, gut. So, jetzt soll später springen. Ich muss. Da ist sie.
Wie komme ich da rein? Hä? Also ohne das Viech vielleicht. Vielleicht ohne das Viech. Ah! Okay, man muss die ohne die Viecher sammeln. Jetzt habe ich wieder eine Mütze geschafft, das Glück. Also ich habe die Tode nicht aufgeschrieben. Moment. Das war jetzt dann der 6. Dann sind es 58. Wo ist denn meine Maus? So, also nicht die Dinge einsammeln. So, jetzt aufpassen. Jetzt sind wir noch unten. Ah, Mann. Jetzt bleiben wir unten. Und machen nur so. Nein! Einer tot. Der eine tot. Das war blöd gemacht. Wow. Aber es macht Spaß. Leute, es macht Spaß. So, da unten wieder. So, und jetzt. Gehen wir jetzt rüber. Und gehen wir jetzt rüber. Und da oben ist sie. Alter, wie ist das doof. Zweite Tod. Boah, ist das gemein. Unfair. Nein. Warum springe ich da immer? Also zum Glück spiele ich auf 100%. Das macht echt Spaß. Sonst wäre das, glaube ich, viel zu schnell vorbei, das Spiel. So, jetzt. Konzentration. Wir müssen dann nochmal springen, irgendwie. Also, wir gehen jetzt rüber. Und dann gehen wir da rüber. Und jetzt. Ja! So, wir müssen es schaffen. Ich sammle keine Münzen ein. Okay. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum nicht guten Ende. Wow. Oh. Was? Ich hätte einfach nichts drücken brauchen. Dritte Tod. Mann, oh Mann. Das ist jetzt unfair gewesen. Ich hätte einfach nichts drücken brauchen. Das weiß man ja vorher nicht. Da drückt man ja aus Panikreaktion. So, aufpassen. Nichts drücken, nichts drücken. Genau, nichts drücken. Boah! Das ist geil. Was mache ich eigentlich? Die falsche Flagge! Bam, bam, bam. Oh, das schaut traurig. Keine Frucht für ihn. Das Bild ist schlecht. So, jetzt schauen wir kurz nach, mal was haben. Haken. Alle Häkchens. Geil, oder? Ist das nicht schön? Ja, dann gehen wir mal da hoch. Achso, die Tode. 61. Wenn wir uns dafür das nächste Mal merken. Du hast dich den Prüfungen der Gülden gestellt. Ich bin stolz. Nun ist es auch eine Zeit, der letzte Test zu bestanden. Ich erkläre die Prüfungen hiermit für beendet. Boss. Und das bedeutet plus Lösungsvideo. Hey! Dom. Ich frag dich gleich, wie das Wetter bei dir war. Ich sag's dir, ey.
Oh ja, der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, das ich dich noch lehren könnte, außer ein Bosskampf. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Ich denk da an der Sass. Doch nicht. Irgendwie habe ich gemeint, der ist Sass. Er greift mich jetzt an. Und ich werde sagen, es war wunderschön. Es freut mich. Du kannst dich schon mal in den Voice begeben. Wir starten früher in Smash rein. Wir sind fertig mit dem Gebiet. Und so meisterten den Toad und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Die Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch nicht vorbei. War das die letzte Prüfung oder die erste davon vielen? Werden Sie auch die restlichen Königssamen finden? Das alles sehen wir in der nächsten Folge von Lindenstraße. Geht's weiter? Ich glaube an dich. Da geht's wieder runter. Lass uns mit dem Bluebella-Blüten zu den Blüteninseln fliegen. Hier glänzt alles so schön. Aber lass dich von denen nicht ablenken. Oh, schönes Gebiet. Bin gespannt, was alles noch so kommt. Nächster Darky ist tot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute zwei Darkys töte. Nur noch drei Darkys sind übrig. Hey, ihr Nervensägen. Hört auf damit, meine armen, wehrlosen Darkys anzugreifen. Jetzt bin ich mächtig sauer. Aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Attacke! Ist er größer geworden. Meine Vorbereitung für die große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir zu verderben? Und freut euch einfach mal mit mir. Gute Idee. Das klingt ziemlich übel. Was plant der denn? Wir müssen weitere Königssamen sammeln. Je eher alle wir haben, desto schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau drei. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein, in der Fungimine und Magmatiefen. Da wir selber entscheiden. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der Gesamtmarke ansiehst, möchtest du geeilen dann X. Wo? Was meinst du? Wohin sollten wir zuerst reisen? Das ist ja geil. Oh. Oh, oh. Ich würde Wüste sagen, tatsächlich. Das Lava als letztes. Na gut. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Höhle der Juwelenblöcke. Ja, das heißt, wir können da unten wahrscheinlich dann zu jedem hingehen. So, schönes Finale war das jetzt. Bowser ist wütend. Was passiert jetzt beim nächsten Mal? Gespeichert wird. Und danke fürs Zuschauen, ihr YouTuber.